Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich freue mich sehr, dass ihr alle so zahlreich in die neue Universität geströmt sind. Nicht nur hier jetzt in die neue Aula, sondern wir haben ja auch die Übertragung in die anderen großen Hörsäle hier. Und ich grüße Sie von dieser Stelle auch, obwohl ich Sie nicht sehen kann, ganz herzlich im Hörsaal 13, im Hörsaal 14 von in den anderen Orten, wo immer Sie jetzt zugeschaltet sind. Ich freue mich heute Abend, dass ich Frau Friederike Busch sehr herzlich bei uns auch begrüßen kann für Holzbrinck in Berlin, hier angereist, Herrn Gero von der Stein für die Klaus-Schirra-Stiftung, wie Sie hier sehen, die ja dieses Unterfangen dieser Marsilius-Gast-Professur ja auch mit fördert. Und ich begrüße Herrn Carsten Könniger, der unter anderem mit Frau Nguyen Kim gemeinsam im Aufsichtsrat des Science Media Center Germany in Köln tätig ist. Bei dem Unterstützerverein ist ja auch die Universität Heidelberg Mitglied. Liebe Gäste und Vertreter der Medien, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg durch den Weihnachtsmarkt hierher gefunden haben. Nicht ganz trivial heute Abend, ich bin selber eben durchgegangen und ich hoffe, dass Sie jenseits von Glühwein und Bratwurst ordentlich jetzt noch nicht gesättigt den Ausführungen gleich lauschen können. Frau Maiti Nguyen Kim, ich begrüße Sie ganz herzlich hier. Ihr Vortrag Superstar Scientists und die Begrüßung hier zeigt, auch Sie sind ein Superstar und wir freuen uns sehr, dass Sie heute und die kommenden Tage hier in Heidelberg zubringen werden. Die Nature Marsilius Gastprofessur, um das ein bisschen einführend zu erklären, für Wissenschaftskommunikation ist eine gemeinsame Initiative von Holzbrinck Berlin, der Klaus-Schirra-Stiftung und der Universität Heidelberg und wurde im Wintersemester 2018/19 eingerichtet. Namhafte Expertinnen und Experten werden im Rahmen dieser Professur an die Universität eingeladen, um in eigenen Veranstaltungen zu vermitteln, was denn eine qualitativ hochwertige Berichterstattung über wissenschaftliche Arbeit und wissenschaftliche Erkenntnis ausmacht. Zugleich sollen die Gastprofessorinnen und Gastprofessoren eine breit angelegte Diskussion über neue Formen des Austauschs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit anstoßen. Mit der Einrichtung der Gastprofessur möchten die drei Partner das Bewusstsein für die stark gewachsene Bedeutung von Wissenschaftskommunikation schärfen. Die Gastprofessur soll einen Beitrag dazu leisten, angesichts einer immer komplexer werdenden Forschungslandschaft die gesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung von Zukunft durch Wissenschaft zu ermöglichen. Ein optimistischer Satz. Wissenschaft geht nur mit Optimismus, habe ich heute Mittag schon mal betont. Angesiedelt ist die Nature Marsilius Gastprofessur am Musilius-Kolleg der Ruprecht-Karls-Universität. Ich begrüße hier für das Marsilius-Kolleg die beiden Direktoren ganz herzlich, Frau Kollegin Nüssel und Herrn Kollegen Boutros. Das Marsilius-Kolleg ist eine Einrichtung der Exzellenzuniversität, die interdisziplinäre Brücken zwischen den Wissenschaftskulturen am Standort Heidelberg fördert. Neben den Marsilius Fellows sollen insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler darin geschult werden, ihre Forschung und ihre Forschungsergebnisse besser an die Öffentlichkeit zu vermitteln. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch interdisziplinäre Studienprogramme für Nachwuchsgruppenleiter, für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Aber es gibt auch die Marsilius-Seminare für Studierende, die von den Marsilius-Fellows unterrichtet und gelehrt werden. Das war damals, vor einigen Jahren, ein besonderer Wunsch der Studierenden, dass dieser interdisziplinäre Austausch über große Themen, manchmal auch sehr komplexe Themen, dass die Studierenden Teilhabe haben an den Leistungen und an den Zielsetzungen des Marsilius-Kollegs. Als Gastprofessorinnen und Gastprofessoren werden Persönlichkeiten berufen,
die für exzellente Wissenschaftskommunikation und Qualitätsjournalismus stehen. Eine herausragende Persönlichkeit in diesem Feld ist Maiteen Nguyen Kim. Die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin ist im Wintersemester Nature Marsilius unsere Gastprofessorin an der Roberto Carola. Und ich heiße Sie nochmal, auch im Namen aller, die uns jetzt zugeschaltet sind und derer, die hier im Saal sind, recht herzlich willkommen hier an unserer Universität. Maiteen Nguyen Kim studierte Chemie an der Universität Mainz und absolvierte einen Aufenthalt am Massachusetts Institute of Technology in den USA. Als Doktorandin forschte sie an der RWTH Aachen, der Harvard University in Cambridge, Massachusetts und am Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung in Potsdam. Mit ihren Arbeiten zu intelligenten Materialien für biomedizinische Anwendungen erlangte sie 2017 an der Universität Potsdam den Doktorgrad. Seitdem ist Frau Dr. Nguyen Kim als Wissenschaftsjournalistin und Wissenschaftskommunikatorin vielseitig und vielfach aktiv. So mit ihrer Wissenschaftsshow MySync X oder X, je nachdem, wie man es aussprechen will, auf ZDF Neo, der Terra X-Reihe im ZDF, sowie mit MyLab auf Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die Sachbuchautorin, zitiere den Titel, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, Zitat Ende, über gesellschaftliche Streitfragen wissenschaftlich geprüft, wurde 2018 zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im Zuge der Corona-Pandemie erhielten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine nie dagewesene öffentliche Aufmerksamkeit, zumindest für die letzten Jahrzehnte. Ebenso positiv wie negativ, wenn ich das so sagen darf. Ich habe selten so viele fachfremde Expertinnen und Experten über ein Thema reden hören. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich Maiteen Nguyen Kim mit ihrem Vortrag Superstar Scientists. Wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern mit den Folgen dieses Spannungsfeldes. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Sind Sie doch in den Augen sehr, sehr vieler Ihrer Follower wirklich ein Superstar der Wissenschaftskommunikation? Doch zunächst darf ich Frau Busch, die bei Holzbrinck Berlin, wie gesagt, für die Gastprofessur zuständig ist, bitten, uns Näheres zu unserer Referentin Maiteen Nguyen Kim und ihrer Arbeit zu berichten. Vielen Dank und uns allen einen spannenden Abend. Guten Abend. Wissenschaftskommunikation, gute Wissenschaftskommunikation und guter Wissenschaftsjournalismus soll ja nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sondern am besten gleich drei. Wissenschaftskommunikation soll erklären, was sind die Forschungsergebnisse genau, was bedeuten sie für die Gesellschaft und dann aber am besten auch noch erklären, wie funktioniert Wissenschaft selber, wie funktioniert Forschung. Und das dritte Fliege, die geschlagen werden soll, auch noch in eine ganz große Gemeinschaft, in eine ganz große Bevölkerung möglichst breit zu streuen. Und das am besten noch von jung bis alt. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und Mai schafft das. Als meine Söhne noch sehr klein waren, da hatten die so eine Sperre auf den Tablets bei uns zu Hause, damit die nicht stundenlang YouTube gucken. Und damit habe ich mich nicht beliebt gemacht. Aber eines Tages hatte mein Sohn auch echt eine gute Idee, wie er das umgehen kann. Kam nämlich zu mir, der war so ungefähr 9, war noch in der Grundschule und meinte, Mama, kannst du es nicht doch noch verlängern? Was wäre denn, wenn das intellektuelles YouTube wäre?
Und da war ich erstmal total belustigt, dass er das Wort intellektuell kennt und das mit YouTube zusammenbringt. Man unterschätzt ja Kinder immer, deswegen ist man dann so überrascht, wenn die sowas sagen. Und da meinte ich, was meinst du denn damit? Und er so, na, ich wollte noch ein MyLab-Video gucken. Und dann haben wir uns zusammen aufs Sofa gesetzt, ich habe die Sperre rausgenommen und wir haben MyLab-Video noch zusammen geguckt. Er 9 Jahre alt, ich fast 40 Jahre alt und wir beide waren gleichermaßen bestens unterhalten. Und dann fragt man sich natürlich, wie schafft Mai das denn? Und mein Eindruck ist, dass das vor allem 2 Dinge sind. Mai schafft es, Themen, die ganz oft mit unglaublich viel Empörung, oft auch Wut diskutiert werden, ob das jetzt Klimawandel ist, die Homöopathie, das Impfen. Sie nimmt dadurch, dass sie sich auf herausragend recherchierte Fakten, Studien, Themen konzentriert und nimmt diese Empörung raus. Gleichzeitig macht sie das mit so viel Humor, man muss ja echt viel lachen bei ihren Videos, dass sie die Emotionen auch wieder reinbringt, aber ganz positiv und dadurch die Leute packt und für Wissenschaft interessiert. Und dann erklärt sie komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge immer direkt am Alltag. Also wenn sie das Gehirn erklärt und wie da die Informationsübertragung, wie das alles funktioniert, dann erklärt sie dabei auch noch, was passiert, wenn man für Fußball trainiert und ganz viele Kopfbälle schießt. Insofern weiß man immer ganz genau, wenn man ihre Videos guckt, was bedeutet Wissenschaft für meinen Alltag. Was sie dann noch ganz hervorragend macht, und ich glaube, dass das unglaublich wichtig heute ist, wenn sie eben Wissenschaft und Forschung erklärt, dann jubelt sie nicht nur über Ergebnisse und was das für uns bedeutet und wie uns das voranbringt, sondern sie guckt ganz kritisch hin und sie guckt sich Studien ganz genau an und setzt die vor den ZuschauerInnen ganz genau, wie ist das Studiendesign und was wurde betrachtet, ist das genau genug, sagt das genügend aus. Und ich glaube, genau dieses kritische Hingucken und auch zu erklären, woran erkenne ich denn eine Expertin, einen Experten, weil der bei Land sitzt, ist das genau der, den wir da jetzt brauchen. Woran erkenne ich denn das? Woher weiß eine Redaktion das? Woher weiß ich das, wem ich vertrauen kann? Und weil sie das so kritisch macht, genau dadurch bekommt sie das Vertrauen, weil man ihr wirklich glaubt, dass sie genau hinguckt. Und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Punkt und warum mir dieses Projekt so unglaublich wichtig ist und ich der Uni Heidelberg und auch der Klaus-Tschirer-Stiftung so dankbar bin, dass wir das machen. Wissenschaft hat eine unglaubliche Bedeutung für die Demokratie. Und wir können heute so viel kommunizieren und wir haben so viele Kanäle und dadurch leider auch ganz viel Missinformation. Und das wird immer mehr und deswegen muss die Wissenschaftskommunikation immer mehr werden, um ein Gegengewicht zu bilden. Und in dem letzten MyLab-Video, wo es um Geschlecht geht, das biologische Geschlecht, Geschlechteridentität und sie das so ganz ruhig und wieder sehr nüchtern, aber trotzdem interessant und lustig erklärt, finde ich, sieht man das ganz genau, wie wichtig diese Wissenschaftskommunikation ist, weil es eben für einzelne Menschen ganz, ganz viel bedeutet, ob die Menschen gut aufgeklärt sind oder ob sie auf Missinformationen hereinfallen. Sie spricht dann mit Menschen, mit Transpersonen, die in die Kamera erzählen, was das für sie bedeutet, wenn die Menschen ihre Identität diskutieren, als wäre es eine Meinungssache. Und dabei gibt es dazu Forschung und es gibt Fakten und die kann man sich angucken und dann ganz in Ruhe darüber nachdenken und vor allem Menschen ernst nehmen. Und dafür bin ich total dankbar, dass es dieses Projekt gibt und dass Mai so eine tolle Wissenschaftsjournalistin ist und immer gesellschaftspolitisch so relevant kommuniziert. Und damit nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich auf deinen Vortrag. Hallo,
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Die Gastprofessur war auch ein Riesenspaß für mich. Also die letzten 2 Wochen sind gefühlt in 2 Tagen vergangen. Und das, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, nach 3 Jahren Wartezeit. Denn eigentlich hätte ich im Wintersemester 1920 die Gastprofessur machen sollen. Das ging damals nicht. Da war ich hochschwanger im 9. bzw. dann 10. Monat. Und dann haben wir gesagt, ja, macht ja nichts. Das machen wir dann 2020. Haha. 2021 war es auch immer noch nicht viel besser und jetzt bin ich total froh, hier zu stehen und ich bin sehr dankbar, dass es endlich geklappt hat. Aber wäre ich 2019 hier gestanden, dann wäre dieser Vortrag wahrscheinlich ein etwas anderer gewesen, denn ich war ja so jung und naiv vor der Pandemie. Also fangen wir an mit einem Sprung in eine weit entfernte Vergangenheit. In den Winter 2018. Professor behauptet, Adventskranz verursacht mehr Feinstaub als Dieselautos. Wie schön, also so ein tolles Publikum, dass jetzt hier schon gelacht wird, das freut mich. Also dieser Professor, Dieter Köhler hieß er, hat dann Anfang 2019 nochmal nachgelegt mit einer Stellungnahme, die hat er auch noch unterschreiben lassen von 100 Lungenärzten. Und in dieser Stellungnahme wurden die Dieselgrenzwerte als zu hoch bewertet und behauptet die Wissenschaft zu der Schädlichkeit von Stickoxiden und Feinstaub, die sei nicht verlässlich und nicht aussagekräftig. Und Andreas Scheuer fand das ganz toll. Der hat das gelobt für eine Versachlichung der Debatte. Das hätte ja noch mal Fakten in die Diskussion gebracht. Und wenn sich 100 Wissenschaftler zusammenschließen, ist das ja ein Signal. Absolut. Also es war ein Signal, es war ein sehr lautes Signal, das sehr viel Aufmerksamkeit bekam, halt nur leider ein falsches Signal. Denn kurz gesagt, ein Adventskranz ist natürlich nicht schädlicher als diese Autos. Das ist die kurze Antwort, die lange Antwort könnt ihr gerne bei Gelegenheit bei MyLab nachschauen. Aber warum waren jetzt diese 100 Lungenärzte so erfolgreich mit diesen falschen Behauptungen? Und den ersten Grund hat Andreas Scheuer eigentlich ganz gut benannt. Es ist ein Signal. Ne? Also es passiert ja nicht oft, dass sich Wissenschaft proaktiv in politische Debatten einmischt. Also es passierte nicht oft vor der Pandemie. Ne? Und die initiale Stellungnahme von Scientists for Future, die sich damit hinter Fridays for Future stellte, das wurde übrigens auch dann Anfang 2019 veröffentlicht, das war ja auch ein Signal. Das war ein ungewöhnliches Signal. Und man musste sich den Fragen stellen, darf Wissenschaft das? Darf sich Wissenschaft überhaupt politisch äußern, einbringen? Also wie politisch darf Wissenschaft sein? Und wenn man Fridays for Future, als Scientists for Future fragen würde, dann würden die ja zurückfragen, ja, wie unwissenschaftlich darf Politik sein? Und Disclosure, also ich habe auch damals unterschrieben. Denn ich fand, es ging nicht um eine Meinung, sondern es ging vielmehr um ein Fazit, also eine Konsequenz aus von Fakten, unter anderem von den 24 Fakten, die auch dieser Stellungnahme beigefügt waren. Es war so mehr eine Bitte, ein Appell zum Anerkennen wissenschaftlicher Fakten. Und genau das gab die Stellungnahme der 100 Lungenärzte vor, auch zu sein, weswegen sie auch so eine große Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Und zwar in der Stellungnahme, da wurde von Korrelation und Kausalität gesprochen, von Confoundern, das sind statistische Störfaktoren, von epidemiologischen Studien. Epidemiologie, ein Fachbereich, von dem man 2019 noch nie was gehört hatte. Und ein Fachbereich, der übrigens sich auch nicht unbedingt mit Epidemien beschäftigt, sondern oft auch ganz allgemein auf Gesundheit von großen Bevölkerungsgruppen schaut. Und die 100 Lungenärzte behaupteten nun, dass Epidemiologie grundsätzlich wenig aussagt, weil man ja gar nichts messen würde, sondern nur beobachten würde. Es war also eine Methodenkritik. Und wenn ihr meine Arbeit kennt, dann wisst ihr, dass auch mein Fokus immer auf den Methoden liegt. Also wissenschaftliche Ergebnisse oder Zahlen sagen eigentlich nichts aus, solange man nicht weiß, auf welchem Weg man dahin gelangt ist und wie diese Daten
ausgewertet wurden. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, wie genau entsteht eigentlich Evidenz und warum ist manche Evidenz steinhart und andere butterweich und lässt noch viele Unsicherheiten offen. Und nur mit so einem soliden Verständnis über wissenschaftliches Arbeiten kann man wissenschaftliche Ergebnisse überhaupt erst richtig einordnen. Und leider wird meiner Meinung nach viel zu wenig über Methoden gesprochen. Also vor allem war das auch vor der Pandemie so, als Wissenschaft sowieso nur sehr wenig Raum einnehmen durfte in den Medien und in öffentlichen Diskussionen. Und deshalb war es für mich besonders frustrierend, dass Köhler und Friends mit ihren methodischen Ausführungen ja mittleren bis großen Bullshit erzählen konnten, denn sie trafen ja auf ein komplettes Bildungsvakuum. Also wenn man noch nie was von Confoundern gehört hat oder von Epidemiologie, dann kann man sich natürlich viel erzählen lassen. Jedenfalls wurden Dieselverbote in Polit-Talkshows rauf und runter diskutiert. Dieter Köhler durfte auch bei Anne Will sitzen, ohne von ihr inhaltlich hinterfragt zu werden. Die Rolle hätte der Epidemiologe übernehmen sollen, der hier gerade spricht, der aber offenbar schrecklich wenig Medienerfahrung hatte und komplett unter die Räder geriet. Es gab einen Moment, wo Anne Will irgendeine Frage gestellt hat und eine kurze, knackige Antwort haben wollte, was natürlich gar nicht geht, denn das kann man ja so kurz nicht beantworten. Also hat der Epidemiologe erstmal ausgeholt und gesagt, Moment, da müssen wir ganz vorne anfangen. Das hat er dann auch gemacht und war auch nicht super schnell, bis Anne Will dann gesagt hat, wir haben hier ein anderes Tempo als in Ihrer Wissenschaft. Ich übersetze das mal. Wir haben hier keine Zeit für Ihren langweiligen Nerdkram. Ironischerweise war es am Ende ein Rechenfehler, der den 100 Lungenärzten das öffentliche Genick brach. Also ironischerweise, weil der Rechenfehler eigentlich nicht so unglaublich relevant war für die Hauptargumentation. Also selbst wenn sich Köhler nicht verrechnet hätte, wäre seine Take-Home-Message am Ende dieselbe gewesen. Aber der Rechenfehler hat die 100 Lungenärzte einfach viel Glaubwürdigkeit gekostet, sodass es zu einer Art Wendepunkt kam. Karma, könnte man sagen. Aber ich war von der Sache total frustriert. Mir wäre es viel lieber gewesen, die Leute hätten sich von den 100 Lungenärzten abgewendet, weil sie halt verstanden hätten, wie Epidemiologie funktioniert und wie Risikobewertung funktioniert und nicht, weil sie sich an einem nur so mittelrelevanten Rechenfehler aufgehängt haben. Denn das heißt ja, dass wir immer noch nichts über zumindest die Methoden der Epidemiologie gelernt haben und das kann ja dann immer wieder passieren in Zukunft. Im November 2019 bekamen Harald Lesch und ich gemeinsam den Hans-Joachim Friedrichs-Preis für unsere Arbeit. Der wird seit 1995 vergeben und 2019 wurde er zum allerersten Mal an Wissenschaftsjournalisten vergeben. Das ist eigentlich, ich würde sagen, eher ein Preis für Politikjournalismus oder Investigativjournalismus. Das ist ein sehr renommierter Preis. Und dass wir den entgegennehmen durften, das war für uns ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung, also nicht nur für Wissenschaftsjournalismus, sondern auch für Wissenschaft im Allgemeinen. Und wir haben uns sehr gefreut und wir waren sehr dankbar. Und ich habe meine gesamte Dankesrede damit verbracht, zu meckern. Also es war ein leidenschaftliches Plädoyer, also so leidenschaftlich, wie man als Chemikerin halt sein kann, für noch mehr Wissenschaft in den Medien. Also vor allem in den besonders reichweitenstarken und damit sehr einflussreichen Polit-Talkshows, da habe ich gesagt, warum sitzt nicht in jeder Polit-Talkshow mindestens eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler? Ne? Also mehr Forschende in die Medien. Und das hätte ich, wenn ich jetzt 2019 hergekommen wäre, jetzt in meinem Abschlussvortrag wahrscheinlich genauso gesagt. Aber seitdem ist viel passiert. Guten Tag, Sie kennen sicher alle meinen Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab nen weißen Kittel an, der sieht gut aus. Haue für euch jeden Tag den Podcast raus. Schon wieder voll zitiert bei Spiegel Online. Das muss jetzt alles in diesem Song rein. Die Bild ruft an, fragt nach nem Interview. Ich lege auf, hab keine Lust dazu. Ich hab ein bisschen was zu tun. Yeah.
Ja, das war die Berliner Punkband ZSK, also hier zu sehen, wie der Sänger, vermute ich, Christian Drosten, den Song Ich habe Besseres zu tun überreicht. Und wenn man Drosten Merch googelt, da findet man Poster, T-Shirts, Tassen, Räuchermännchenfiguren. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Räuchermännchenfiguren gibt, geschweige denn welche mit Christian Drosten. Das hätte er sich wahrscheinlich auch nie träumen lassen. Ich meine, Christian Drosten hatte vorher einfach einen ganz normalen Forscheralltag. Ne? Also ich glaube, sein tägliches Drama hat sich um Drittmittelanträge gedreht. Und die Bild spielte in Christian Drostens Leben keine Rolle. Und das behauptet er hier zwar immer noch, was wahrscheinlich grundsätzlich auch stimmte, abgesehen natürlich von der winzigen Kleinigkeit, dass Christian Drosten bei der Bild plötzlich eine sehr große Rolle gespielt hat. Denn für alle, die es nicht mitbekommen oder schon vergessen haben, die Bild hatte ja versucht, eine Studie von Drosten durch den Dreck zu ziehen, indem sie fachliche Kritik, ne, die normale, also ganz normal zum wissenschaftlichen Diskurs und zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört, als Diskreditierung der Studie framen wollten. Im Nachgang haben sich die zitierten Fachleute auch ganz erschrocken von der Bild-Berichterstattung distanziert. Aber Drosten hat natürlich im Vorfeld die Chance erhalten, Stellung zu beziehen. Und man gab ihm genau eine Stunde Zeit. Also die Mail kam um 15 Uhr und bis 16 Uhr bat man ihn um Stellungnahme. Das hat er dann nicht gemacht, sondern er hat einfach diese dreiste Anfrage bei Twitter publik gemacht mit den Worten, ich habe Besseres zu tun. Iconic. Ja? Doch so cool Drosten in den meisten Fällen mit solchen Angriffen umgegangen ist. Fakt ist ja, dass nicht nur Fansongs über ihn geschrieben wurden, sondern dass er auch zu einer Hassfigur geworden ist für einige Leute, dass er beleidigt wurde, beschimpft, bedroht. Man darf auch nicht diese Bildkampagne, diese hassschürende Bildkampagne vergessen. Oder auch den Suizid der österreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier diesen Sommer. Sie hatte sich öffentlich für die Corona-Impfung stark gemacht und hat dafür auch Beleidigungen, Bedrohungen, Hass erlitten. Und nach ihrem Suizid haben sich einige deutschsprachige Stimmen, die auch über Wissenschaft aufgeklärt haben, auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also Hype und Hass liegen nah beieinander, beziehungsweise Hass ist oft eine Begleitung von Hype. Ihr kennt vielleicht den Hype-Zyklus. Der wird normalerweise verwendet, um neue Technologien zu beschreiben, die anfangs völlig überhyped werden, bis zum Gipfel der überzogenen Erwartungen, die natürlich nicht erfüllt werden können, sodass fast zwangsläufig das Tal der Enttäuschung folgt. Und dann im besten Fall erreicht man über einen Pfad der Erleuchtung ein Plateau der Produktivität. Und ich finde, der Hype-Zyklus, der lässt sich auch auf öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft oder auf Wissenschaftskommunikation übertragen. Also statt eines technologischen Auslösers hatten wir eine globale Pandemie, die die Aufmerksamkeit für Wissenschaft von gefühlt null auf ein Maß des Überhypes hat steigen lassen. Und nach meinem Gefühl befinden wir uns jetzt gerade irgendwo so zwischen dem Tal der Enttäuschungen und einem Pfad der Erleuchtung. Wie sind wir hier gelandet? Also während ich Ende 2019 noch mehr Forschende in den Medien gefordert habe oder mehr Aufmerksamkeit, mehr Sendezeit für Wissenschaft, dachte ich naiverweise, dass mehr Wissenschaft automatisch mehr Vernunft und eine bessere Debattenqualität in die öffentlichen Diskussionen bringen würde. Beziehungsweise ich dachte, Wissenschaftler sind auch Menschen, ist klar, so wie überall sonst gibt es da auch Ehrenwerte und weniger Ehrenwerte. Es gibt integere, verantwortungsvolle, es gibt aber auch opportunistische, narzisstische, Fame-Hungrige und so weiter. Es gibt natürlich auch Betrüger in der Wissenschaft ab und zu. Man kriegt auch 100 Lungenärzte zusammen, um irgendeinen Bullshit zu unterschreiben. Trotzdem ist das eine Minderheit. Also der Großteil der Forschenden arbeitet gewissenhaft und würde ähnlich gewissenhaft kommunizieren. Der Großteil ist sehr vorsichtig mit ihren Aussagen. Ne? Also man vermeidet steile Thesen, man mischt sich eigentlich auch nicht so gerne in Politik ein. Das ist ganz viel einerseits, andererseits und das kann man so pauschal nicht sagen und da muss ich jetzt mal kurz ausholen, bis Anne Will kommt und sagt, jetzt, das reicht jetzt, bitte langweilen uns nicht. Aber Kommunikation kann man ja lernen, ne? Und Forschende müssen das lernen,
um sich an öffentlichen Debatten zu beteiligen, weil wir da dringend eine Versachlichung brauchen. Also keine Versachlichung, wie Scheuer sie sich das vorstellt, sondern eine richtige. Aber inzwischen konnten wir ja alle beobachten in den letzten 2 Jahren, dass Wissenschaft sehr viel Sendezeit und sehr viele Zeitungsartikel bekommen hat und dass sie tatsächlich in jeder Talkrunde vertreten war mit mindestens einem Stuhl. Und das hat ja überhaupt nicht zu einer Versachlichung geführt. Also vielleicht sogar im Gegenteil. Und dafür gibt es unterschiedliche, komplexe Gründe. Ich will heute Abend auf 2 Gründe eingehen. Erstens, es gibt keine Anreize für gute, gewissenhafte Wissenschaftskommunikation. Und hier muss ich eine wichtige Differenzierung machen, warum auch ich nicht mehr sagen würde, ich bin Wissenschaftskommunikatorin. Darunter versteht man ja eine aktiv Forschende, die ihre Forschung kommuniziert. Ich als Wissenschaftsjournalistin habe das ein bisschen einfacher, oder für mich gibt es Anreize, gute Arbeit zu machen, weil ich dann dafür auch für meine Arbeit in meiner Branche Anerkennung bekomme, zum Beispiel. Aber in einer wissenschaftlichen Karriere ist ja alles, was zählt, Publikationen, wie viele Drittmittel man einwerben kann und selbst Lehre, also zumindest spreche ich aus meiner Erfahrung aus der Chemie, ist für viele eher so eine lästige Pflicht. Und Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, bringt eigentlich nur Nachteile. Also man verliert Zeit, die man eigentlich in seine Forschung stecken könnte. Man wird vielleicht Opfer von Anfeindungen, von Hass oder einer Bildkampagne. Und man erfährt ziemlich sicher auch Neid und Argwurm im Kollegium. Also eigentlich hat man Besseres zu tun, ne? Und wenn man es runterbricht, gibt es eigentlich nur 2 Gründe, warum man es trotzdem tut. Also warum sollte ich als Aktivforschende trotzdem kommunizieren? Also entweder ich bin Idealistin und tue es aus Verantwortungsbewusstsein und ich bin total dankbar, dass es auch erstaunlich viele von diesen gibt, zum Glück. Oder ich habe irgendwas anderes davon. Ne? Also vielleicht habe ich ein Buch geschrieben oder das ich verkaufen will. Vielleicht gefällt es mir einfach im Spotlight zu stehen oder ich möchte die Aufmerksamkeit und die Autorität meines Professortitels nutzen, um politisch oder moralisch Einfluss zu nehmen. Und das trägt übrigens auch zur False Balance bei. Von False Balance spricht man, wenn etwa in einer Talkrunde ein Arzt sitzt, der irgendein Bullshit über Korrelation und Kerzen erzählt und dem gegenüber sitzt ein Epidemiologe, der einen gewissen Konsens vertritt, aber für das Publikum sitzen da 2 gleichwertige Leute, so Aussage gegen Aussage, als ginge es um Meinungsvielfalt und nicht um Fakten. Und Debatten, die in Fachkreisen, also in der wissenschaftlichen Community geführt werden, die werden in den Medien nicht so repräsentiert, sondern verzerrt. Und es ist ziemlich einfach, die Schuld daran an False Balance einfach den Redaktionen dieser Sendungen zu geben, allein dafür verantwortlich zu sein. Aber die sind ja auch in der Zusammenstellung dieser Talkrunden begrenzt auf die Leute, die ihrer Einladung überhaupt erst folgen. Also das heißt, sie könnten den Großteil der Wissenschaft gar nicht repräsentieren oder featuren, weil der Großteil der Wissenschaft gar nicht zur Verfügung steht. Wissenschaftskommunikation bräuchte eine, ich nenne es Civitability. Also in der Forschung hat man, also wenn ich jetzt eine schlechte Studie publiziere, das passiert, aber damit riskiere ich, meine Reputation zu verlieren. Ich könnte damit meiner Karriere als Forscherin schaden. Außerdem wird ja meine wissenschaftliche Arbeit auch ständig überprüft, hinterfragt. Also Wissenschaft ist, es funktioniert nicht perfekt, das ist klar, aber es ist grundsätzlich eine self-correcting machinery. Und Entsprechendes gibt es bei WISCOM, also bei Wissenschaftskommunikation, nicht. Stattdessen bestimmen hier die Medien mit aufmerksamkeitsökonomischen Anreizen, beziehungsweise es bestimmt die Popularität bei der Öffentlichkeit, wer erfolgreich ist und wer nicht. Und das sind natürlich keine wissenschaftlichen Maßstäbe. Ich denke übrigens nicht, dass jeder seine Forschung kommunizieren sollte oder muss oder kann auch. Das wäre Quatsch, aber man könnte Wissenschaftskommunikation zum Beispiel der Checkliste von höheren Führungs- oder Leitungspositionen beifügen. Also wenn ich jetzt mit fantastischer Forschung kann ich eine tolle Karriere als Wissenschaftlerin machen, wenn ich jetzt aber Leiterin eines Max-Planck-Instituts oder des Fraunhofer-Instituts werden will, dann muss ich meinen Kompetenzen zusätzlich, also neben meinen fachlichen Kompetenzen vielleicht noch zusätzlich qualitativ hochwertige WISCOM vorweisen.
Wenn das so wäre, wenn es solche Anreize gäbe, glaube ich, dass es wahrscheinlich automatisch Wissenschaftskommunikation qualitativ besser machen würde. Aber bis dahin bleibt das Problem, solange es für Forschende keine Anreize gibt für gute Wissenschaftskommunikation, wird Wissenschaft wahrscheinlich auch nicht repräsentativ vertreten sein in der Öffentlichkeit. Problem Nummer zwei: Wissenschaft unterliegt einem Aufmerksamkeitsdilemma. Und zwar, im Informationszeitalter ist Aufmerksamkeit ja alles. Der Spruch, there's no such thing as bad PR, der gilt für viele Bereiche, der gilt leider nicht für Wissenschaft. Was gilt, und das ist überall gleich, ohne Aufmerksamkeit kein Impact. Wenn niemand da ist, der dir zuhört, dann wozu überhaupt reden? Und das Dilemma liegt darin, dass zu viel mediale Aufmerksamkeit dem Verständnis von Wissenschaft fast schon automatisch schadet. Mit wissenschaftlichen Inhalten in der medialen Gemengelage, um Aufmerksamkeit zu kämpfen, it's like bringing a knife to a gunfight, wie man im Englischen so schön sagt. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Oliver Janich, das war einer der einflussreichsten Verschwörungsideologen jetzt während der Pandemie, der Querdenker-Szene, wurde übrigens dieses Jahr festgenommen auf den Philippinen. Da war er vor langer Zeit hin ausgewandert und von dort aus hat er über YouTube und über Telegram seine Followerschaft aufgebaut. Die ist sehr stark gewachsen während der Pandemie. Wir bei MyLab hatten schon vor der Pandemie Probleme mit ihm, beziehungsweise er eher mit uns. Also es gab eine Zeit, in der die Kommentarspalten unter unserem Video völlig unbrauchbar waren. Die waren komplett überflutet, zugespammt mit Rede mit Oliver Janich, Hashtag Olli will reden oder sowas. Er hatte nämlich damals mehrere YouTube-Videos gemacht und Harald Lesch, Rezo, mich und andere dazu herausgefordert, mit ihm ganz sachlich über Klimawandel zu diskutieren. Also genau genommen darüber, dass der Klimawandel ja vielleicht doch nicht menschengemacht ist. Und dieses Challengen, das ist eine ganz klassische, ich sag mal, PR-Strategie von Verschwörungsideologen. Denn man kann damit nur gewinnen und die andere Seite kann eigentlich nur verlieren. Denn wenn ich jetzt nicht darauf eingehe, auf dieses Diskussionsangebot, was sagt er? Dann sagt er natürlich, ja seht ihr, das ist ja irgendwas faul. Die hat doch Angst oder was hat die zu verbergen? Also wenn es doch wirklich alles faktenbasiert ist, warum stellt sie sich dann nicht der Diskussion? Das wird dann manchmal auch gerne verschärft, indem man Geld auslobt. Ne? Also dann kriegt man irgendwie irgendwelche tausende Euro geboten, damit man, um sich zu trauen. Und trotzdem ist das immer noch das Beste, was man machen kann. Das einzig Vernünftige ist, das zu ignorieren. Denn man kann auch mit der am besten argumentierten wissenschaftlichen Erklärung kommen. Und von der anderen Seite kommt dann immer ein ganz kurzer Satz mit einer neuen Desinformation oder irgendein Strohmann-Argument. Und alles, was die erreichen wollen, ist ein bisschen von der eigenen Reichweite für sich abzugreifen. Deswegen challenge die Harald Lesch oder mich oder Rezo und keine Klimaforscher, die keine Reichweite haben. Jedenfalls provozieren die einen auch ganz stark, zum Beispiel, indem sie dann in die Kommentare schreiben, warum werden hier Kommentare gelöscht, obwohl wir keine einzigen Kommentare gelöscht haben, ganz bewusst nicht, genau aus diesem Grund. Aber am Ende saßen wir natürlich am längeren Hebel, das haben wir einfach ausgesessen und die Janich Jünger, denen ist dann einfach die Puste ausgegangen und haben einfach eingesehen, bei uns ist keine Reaktion zu holen. Aber daran sieht man den unfairen Kampf. Ne? Also für einen Verschwörungsideologen gilt, there's no such thing as bad PR. Natürlich werden die allermeisten Menschen, zum Glück noch die meisten Menschen, ein paar Sätze von dem anhören, sich denken, was ist das für ein Spinner? Aber der Witz ist ja, das finden die dann meistens so kurios, dass sie trotzdem dieses Video weiterleiten müssen. Vielleicht auch nur, weil sie das nicht alleine ertragen wollen und dann zu der Verbreitung beitragen. Und irgendwo da draußen gibt es immer wieder vulnerable Menschen, die auf solche Verschwörungsideologen reinfallen und die will er eben erreichen. Die erreicht er dann auch. Also auf der einen Seite, there's no such thing as bad PR und auf der anderen Seite jemand, der aufrichtig und wahrhaftig über Wissenschaft vermitteln will, der muss mit öffentlicher Aufmerksamkeit natürlich viel klüger und vorsichtiger umgehen. Also die mediale Öffentlichkeit ist für Wissenschaft kompliziert. Also in der Öffentlichkeit stehen bedeutet im Spotlight stehen, in einem grellen, aber kleinen Spotlight.
Das mag schon auf Wissenschaft gerichtet sein, aber die Nuancen, die Details, die Methoden, Grundlagen bleiben in der Regel im Dunkeln. Und durch diese Überbelichtung der letzten Jahre ist evidenzbasierter Wissenschaft ein Schicksal widerfahren, mit dem ich nie gerechnet hätte, nämlich der Nationaltrainereffekt. Wir haben jetzt nicht nur 80 Millionen Nationaltrainer, wir haben jetzt auch 80 Millionen Epidemiologen, 80 Millionen Virologen und so weiter. Und ich hatte vorher mal gesagt, im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation sind Naturwissenschaften sehr dankbar in der Hinsicht, dass, wenn ich jetzt Politikwissenschaftlerin wäre oder Psychologin, dann wird bei jedem Satz irgendein random Dude kommen mit seiner Meinung und mir widersprechen. Bei Chemie passiert mir das nicht. Da wissen ja die Leute wenigstens, dass sie keine Ahnung haben, sagte ich vor der Pandemie. Doch im Lichte des Spotlights finde ich, dass Naturwissenschaften bzw. evidenzbasierte Wissenschaften jetzt besonders kompliziert geworden sind. Denn wir schauen auf so ein grelles Spotlight, wir glauben viel zu wissen und viel gelernt zu haben. Wir haben auch viel gelernt, was ein R-Wert ist, eine 7-Tage-Inzidenz, was der Unterschied zwischen Antigenen und Antikörpern ist. Wir wissen aber in der Regel noch nicht, wie Evidenz entsteht. Wir wissen immer noch nicht, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, was wissenschaftliche Methoden ausmachen. Und wir erlauben Populisten, Ideologen, die das Lenken der Aufmerksamkeit, also das Spotlight richten, perfektioniert haben, auch die Wissenschaft, also das, was man da sieht, die Wissenschaft zu hijacken, zu kapern. Und es werden einzelne Studien oder einzelne Experten mit Außenseitermeinung in dieses Spotlight reingezogen, geschoben, um die Wissenschaft so hinzudrehen, wie es einem eben passt. Und deswegen kann man es Laien eigentlich kaum übel nehmen, wenn sie wissenschaftlichen Konsens für so eine Art Utopie halten. Also es ist in gewisser Weise ein neues, wissenschaftsfeindliches Narrativ entstanden, mit dem wissenschaftliche Evidenz als Entscheidungsgrundlage pauschal verworfen werden kann. Und dieses Narrativ geht so. Es gibt nicht so etwas wie die Wissenschaft, als ob sich alle Wissenschaftler zu 100% einig wären. Wissenschaft lebt vom Widerspruch. Und ja, all diese Sätze stimmen so eigentlich. Wissenschaft lebt vom Widerspruch und Zweifel. Und sie bewegt sich doch, sagte Galileo Galilei. Und es gibt nicht die eine Wissenschaft genauso wenig, wie es die Medien gibt. Es gibt aber sehr wohl wissenschaftliche Evidenz. Und gerade in Naturwissenschaften kann sie wunderbar stark sein. Wenn jetzt eine Gravitationswelle über die Erde rollt, dann wird der Raum, also die komplette Erde, in die eine Richtung gestaucht und die andere Richtung gestreckt. Und das kann man messen, wenn man so Laser, wenn man Spiegel aufsteht, zwischen Laser hin und her reflektiert, dann kann man dieses Strecken und Stauchen messen. Und klar, das kann ich natürlich auch anzweifeln. Ich kann da eine andere Meinung haben. Na, ich lasse mir auch nicht meine Meinung verbieten von irgendwelchen Physikern. Hier gilt ja immer noch Meinungsfreiheit. Ja, aber kann ich, also absolut. Aber solange ich jetzt keine bessere Messung habe, die zu meiner Meinung dazu passt, kann ich zumindest nicht erwarten, in der Wissenschaft ernst genommen zu werden. Ne? Also das Anzweifeln alleine macht mich nicht zu Galileo Galilei und auch nicht zu Einstein. Oh, mit dem wurde ich auch sehr oft konfrontiert in den letzten 2 Jahren. Immer wenn ich mich beschwert habe über False Balance oder über Außenseitermeinung, eine Überrepräsentierung. Was ist eigentlich mit Einstein? Der war doch auch ein Revoluzer. Aber auch Einstein, wir drucken den nicht heute auf T-Shirts, nur weil er widersprochen hat, ne? Sondern weil er nicht widerlegbar war. Er hatte Theorien, die waren widerlegbar, wurden sie aber nicht. Stattdessen wurden sie immer wieder belegt, zum Beispiel durch das Messen der Gravitationswellen. Jetzt können aber zum Beispiel politische Entscheidungsträger viel Verantwortung abwerfen, indem sie jetzt sagen, jeder, der sich mit Wissenschaft auskennt, weiß ja, dass man ja eh ständig irrt und die Essenz von Wissenschaft ist Zweifel. Am Ende kann man ja gar nichts mit Gewissheit sagen. Und in so einer Pauschalität ist das letztendlich Wissenschaftsleugnung. Ne? Wissenschaftsleugnung 2.0 und besonders effizient, weil sie sich ausgibt als differenzierte Wissenschaftlichkeit. Und was bei vielen wahrscheinlich leider
zurückgeblieben ist aus dieser wilden Zeit des täglichen Inzidenzen-Checkens und Virologie-Talkshows, ist eine gewisse Enttäuschung in die Wissenschaft. Am Anfang hat man sich Erkenntnis und damit Sicherheit versprochen. Und gerade in Krisenzeiten ist man auf der Suche nach klaren, einfachen Antworten. Doch diesem Anspruch konnte die Wissenschaft nicht gerecht werden und schon gar nicht in der medialen Gemengelage, die ich gerade beschrieben habe. Und es ging bergab und ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Also sowohl Hype als auch Hass haben abgenommen, aber auch die generelle Aufmerksamkeit ist jetzt geringer. Auch das Tal der Enttäuschungen ist nicht unbedingt schlecht, denn Stichwort Aufmerksamkeitsdilemma, eigentlich gehen Hype und Wissenschaft gar nicht mal so gut zusammen. Natürlich wäre es auch schlecht, wenn man gar keine Aufmerksamkeit hätte, klar, aber vielleicht finden wir ja so einen guten Mittelweg auf ein Plateau der Produktivität. Und heute wurde schon über Optimismus gesprochen. Ich muss natürlich auch optimistisch sein, sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen. Und ich habe ein Grundkonzept, an dem ich meinen Optimismus aufhänge. Und dieses Konzept heißt, der Weg in die Zwiebel startet ganz außen. Und das Schöne ist, die Studierenden oder Promovierenden, die in den letzten zwei Wochen schon mit mir gearbeitet haben, die wissen jetzt ganz genau, was das bedeutet. Die anderen, die werde ich jetzt noch in die Zwiebel einführen. Aber dazu muss ich ja ganz außen anfangen oder sagen wir ganz, in meinem Fall ganz vorne, in meiner Kindheit. Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich keine Chemikerin werden, ich wollte Schriftstellerin werden. Und ich habe auch viel geübt. Und ich habe euch hier ein sehr persönliches Werk mitgebracht. Das heißt, meine Familie. Meine ganze Familie ist sehr lieb und ich mag sie sehr. Ich will sie vorstellen, natürlich auch mich. Meine Vorstellung beschränkt sich auf dieses Bild. Mehr gab es zu dieser Zeit nicht zu sagen. Machen wir weiter. Mein Bruder heißt Wirt und ist sehr, sehr lieb. Er ist 11 Jahre alt und spielt sehr oft mit mir. Doch manchmal hat er keine Zeit, das ist schade. Manchmal liest er mir aber auch etwas vor. Mein Bruder hilft meinen Eltern meistens bei der Arbeit. Der letzte Satz ist gelogen. Das ist wichtig, das zu verstehen. Das zeigt nämlich, dass ich ja durchaus schon dazu in der Lage war, die Realität so ein bisschen auszuschmücken, um meine Liebsten möglichst positiv darzustellen. Also diese Fähigkeit war vorhanden, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Das wird nämlich jetzt noch relevant beim Finale. Aber machen wir erstmal weiter mit meiner Mama. Wenn, so heißt meine Mutter. Natürlich ist sie auch lieb wie mein Bruder. Meine Mutter ist 37 Jahre alt. Sie hat alle Hände voll zu tun, Essen machen, Kleider bügeln, Geschirr abwaschen, putzen und. Das finde ich sehr, sehr lieb von meiner Mutter. Und seit ich erwachsen bin, fühle ich das sehr viel mehr. So, und jetzt kommt's. Und mein Vater heißt Zirn. Er geht schon zur Arbeit. Mein Vater ist sehr alt. Er ist schon 42 Jahre alt. Manche Väter sind nur 37 Jahre alt. Mein Vater ist wirklich sehr alt. Ende. Das war's. Grüße gehen raus an meinen Papa. Wie ihr euch vorstellen könnt, das ist natürlich der absolute Running Gag bei uns in der Familie seither. Und es ist aber aus zwei Gründen nochmal extra komisch. Erstens, so sieht mein Vater heute aus. Er ist einfach sehr, sehr jung. Und zweitens, mein Vater und ich hatten, das wird euch jetzt erstaunen, eine total gute Beziehung. Er war eine sehr wichtige Person, so wichtig, dass ich wegen ihm Chemie studiert habe. Mein Vater ist nämlich auch Chemiker und mein sehr, sehr lieber Bruder ist übrigens auch Chemiker geworden und meine sehr liebe arme Mama weiß unfreiwillig sehr viel über Chemie. Aber wenn man es genau nimmt, habe ich nicht Chemie studiert, weil ich jetzt Chemie am geilsten fand. Also ich fand es sehr cool, ich fand Naturwissenschaften cool, die Mathe auch,
Ich fand aber viele Sachen gut und mein Lieblingsfach in der Schule war tatsächlich Deutsch. Aber war ja klar, dass man so einen Quatsch nicht studieren kann. Muss man was Gescheites machen. Na, aber ich habe halt auch gern Musik gemacht, ich wollte ja Schriftstellerin werden und so. Also ich war breit interessiert und es war total die Qual für mich, mich für ein Studienfach entscheiden zu müssen. Also ich bin nicht die typische Chemikerin, die dann schon als Kind einen Chemiebaukasten hatte. Das hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte aber meinen Papa und der hat mir zu Hause keine Redoxgleichung oder Säure-Base oder so erklärt. Als ich mit dem Chemiestudium anfing, wusste ich tatsächlich erschreckend wenig. Auch weil Chemieleistungskurs bei uns nicht zustande kam. Es gab außer mir noch zwei andere Freaks, die das machen wollten. Der Rest wollte sich das nicht antun und deswegen wusste ich über Chemie eigentlich gar nicht so viel. Ich habe mich also nicht fürs Studium entschieden, weil ich Chemie machen wollte, sondern weil ich Chemikerin werden wollte. Denn darunter konnte ich mir was vorstellen, nämlich meinen Papa. Also mein Papa ist auch breit interessiert, er macht zum Beispiel auch gerne Musik. Und er war einfach immer so super happy mit seinem Beruf als Chemiker. Er hat immer gesagt, man kann sein Leben lang Chemie machen, ohne dass es langweilig wird. Und das war am Ende der entscheidende Punkt für mich. Also nach langem Hin und Her zwischen unterschiedlichsten Optionen wurde Chemie nicht, weil ich damals schon Moleküle so geil fand, sondern weil ich meinen Papa gesehen habe, wie er sein Leben lebt und wie er glücklich ist und dachte, ich sehe das auch für mich. Ich kann mich damit identifizieren. Ich kann mir sowas vorstellen. Jetzt, wo ich mein Studium und die Doktorarbeit hinter mir habe, kann ich euch sehr viele Gründe nennen, warum Moleküle so geil sind. Da müssten wir aber eine eigene Vorlesung machen. Aber immer, wenn ich mit Nicht-Chemikern ins Gespräch kam, da war nicht die größte Herausforderung zu vermitteln, dass mein Forschungsprojekt zum Beispiel spannend ist. Das habe ich immer ganz gut hinbekommen. Es war jetzt auch nicht die größte Herausforderung zu vermitteln, dass Chemie total wichtig ist. Auch das habe ich immer noch ganz gut hinbekommen. Was aber ziemlich klar war, ist, dass Leute keine Chemikerin sein wollen. Also das fing schon damit an, dass ich oft das Kompliment bekommen habe. Du siehst ja gar nicht aus wie eine Chemikerin. Das ist auf so vielschichtige Weise kein Kompliment, aber es macht klar, das Nerd-Klischee sitzt tief. Ne? Und das wird durch sowas wie Big Bang Theory leider auch nicht viel besser. Also kam ich gegen Ende meiner Doktorarbeit auf eine Idee. Wissenschaftler, sozial und oder emotional eingeschränkte Genies, die Mikroskope benutzen oder Formeln an Glasscheiben schreiben. Manchmal stehen sie auch vor Bücherregal und erzählen unangenehme Dinge von Klimawandel oder Impfen. Aber sind Wissenschaftler auch Menschen? Haben sie ein Leben außerhalb des Labors? Haben sie etwa Hobbys oder gar Freunde? Keiner weiß die Antwort. Das war der Trailer meines ersten YouTube-Kanals, mein Hobby-Kanal, den ich neben der Doktorarbeit hatte, The Secret Life of Scientists. Als ich damit anfing, wohnte ich gerade in Boston und The Secret Life of Scientists war auch der Name einer Serie, das war damals noch auf Englisch, in der ich letztendlich Freunde von mir porträtiert habe, also alle Scientists. Nur, dass ich die Porträts in erster Linie eben nicht mal um ihre Forschung und die Arbeit treten, sondern um alles andere, also um sie als Menschen. Und obwohl es bei der Wissenschaft am Ende natürlich um Wissenschaft an sich geht, sind Menschen nicht unwichtig, denn Menschen hören Menschen zu und Menschen identifizieren sich mit Menschen. Ich hatte zum Beispiel seit jeher bei The Secret Life of Scientists und auch jetzt bei MyLab immer rund 40% weibliche Zuschauer. Ich dachte anfangs, na, warum sind es nicht 50? Bis ich mal mitbekam, dass andere Kanäle mit naturwissenschaftlichen Inhalten, die aber typischerweise männliche Protagonisten haben, da ist man auch mal im unteren einstelligen Bereich.
Liegt es daran, dass jetzt meine Inhalte eher Frauen ansprechen? Teilweise sicher, aber ich denke, es liegt zu einem großen Teil an der Verpackung des Kanals, ne? An der Anmutung, an mir vor der Kamera. Das sind alles Oberflächlichkeiten. Aber, und gerade in der Wissenschaft gilt natürlich, don't judge a book by its cover. Aber das Cover ist ja total wichtig, denn wenn das Cover möglichst viele Menschen anspricht, dann schauen auch möglichst viele Menschen in das Buch. Und hier kommt die Zwiebel ins Spiel, die Zwiebel der Wissenschaftskommunikation. Also es gibt viele Schichten und ganz innen, im Innersten der Zwiebel der Wissenschaftskommunikation ist jetzt zum Beispiel die original wissenschaftliche Veröffentlichung. Da sind alle Details und alles drin, was man wissen muss, ist aber nur für sehr wenige Menschen zugänglich. Im äußersten Teil der Zwiebel haben wir dann sowas wie Wissenschaft auf TikTok oder Instagram. Das ist natürlich oberflächlich, aber es erreicht sehr viele Leute. Und jede Schicht der Zwiebel hat ihre Berechtigung. Natürlich geht es bei Wissenschaft ums Innere der Zwiebel. Ne? Das heißt, die Zielrichtung ist nach innen, klar. Aber anfangen muss man immer außen. Nur wenn man auf den äußeren, oberflächlichen Schichten erfolgreich ist, Leute abzuholen, kann man die überhaupt ins Innere der Zwiebel mitnehmen. Und meine Erfahrung ist, meine persönliche, dass Leute durchaus für das Innere der Zwiebel zu haben sind. Und zwar hier ist ein Erfahrungswert von MyLab. Ich habe euch hier die Aufrufzahlen mitgebracht des Kanals, vom Start des Kanals Ende 2016 bis Ende 2019. Inzwischen sind wir ja sehr groß, aber so richtig angefangen hat das hier. Was ist da passiert? Vorher sind die Abrufzahlen so gering, dass man sie noch nicht mal richtig sieht. Was da passiert ist, ist ein Konzeptwechsel. Also anfangs hieß der Kanal auch noch anders, der hieß da schön schlau. Und damals hieß es, also ich meine, es war 2016, das ist in YouTube-Zeitlinien Ewigkeiten her. Und damals hieß es, auf YouTube sollte man nicht länger als 5 Minuten sein mit den Videos. Und da dachte ich, ja, da kann man ja mit Wissenschaftsvideos nicht länger als 3 Minuten sein. Und so war das dann auch. Es waren sehr kurze Videos, also entsprechend oberflächlich waren sie aufgrund der Länge. Jetzt vielleicht nicht unbedingt oberflächlich im Vergleich zu anderen Videos, aber im Vergleich zu heute natürlich viel weiter außen auf der Zwiebel. Das war für mich am Anfang trotzdem sehr spannend und sehr herausfordernd, also komplexere Inhalte so auf 3 Minuten zu kondensieren. Aber als ich das dann irgendwann auch gelernt hatte, hatte ich auch selber irgendwie nicht mehr so richtig Spaß daran. Und dann wurde ich von Funk dazu ermutigt, mich mal von diesen ganzen YouTube-Regeln zu lösen und einfach mal Videos zu machen, die ich auch selber schauen würde. Und das fing hier an. Natürlich musste sich das Konzept auch erstmal entwickeln, aber es ging auf, die Videos wurden auf jeden Fall schon mal länger, es ging mehr in die Tiefe und ich fand meine Leidenschaft, nämlich mein Fokus auf Methoden, ja, auf Studiendesigns, auf statistische Auswertungen und so weiter. Und die Leute haben uns überrascht mit all dem Zuspruch. Ne? Also ich weiß, das ist jetzt natürlich keine methodisch valide Studie. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Menschen im sogenannten postfaktischen Zeitalter eigentlich Fakten besessen sind. Man kann ja eigentlich fast gar nichts mehr sagen, ohne dass jemand nach den Quellen ruft. Und dass Informationen so leicht zugänglich sind, dass wir diesen Überfluss an Informationen haben, führt auch dazu, dass man nicht lange googeln muss, um fast schon zwangsläufig auf widersprüchliche Informationen zu treffen. Und das frustriert, das nervt. Und meiner Erfahrung nach sind Leute dankbar, wenn sie dann mal zum Beispiel ein Video finden, das dann 25 Minuten lang geht, das richtig in die Tiefe geht und das sich die Zeit nimmt oder auch, ich sag mal, den Respekt dem Publikum entgegenbringt, das mal wirklich nicht runterzudummen, sondern mal gescheit zu erklären. Also meiner Erfahrung nach wollen die Leute es wirklich wissen. Also anders gesagt, vor allem an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, lasst euch nicht verschrecken, weil ihr glaubt, Wissenschaftskommunikation an eine breite Öffentlichkeit muss zwangsläufig immer super oberflächlich sein. Die Leute freuen sich, wenn man sie in die Zwiebel mitnimmt, aber man muss immer außen anfangen. Ich stecke bei MyLab sehr, sehr viel Hirnschmalz in die allerersten Sekunden oder Minuten. Da entscheidet sich nämlich, ob jemand das Video weiterschaut oder nicht. Und wenn ihr die Videos kennt, dann gibt es ja irgendwann diesen MyLab-Trenner, also das Intro, wo dann der MyLab-Schriftzug kommt und die Tasse explodiert und so. Und
danach geht das Video eigentlich erst los. Ne? Der Inhalt des Videos geht danach eigentlich erst los. Und alles davor ist, da poliere ich quasi das Äußere der Zwiebel besonders schön. Das ist einfach nur mein einziges Ziel ist es, die Leute da abzuholen, zu hooken, damit sie mir hoffentlich nach dem Trenner ins Innere der Zwiebel folgen. Jetzt hat aus demselben Grund glaube ich, dass es nicht nur wichtig ist, wie wir Wissenschaft kommunizieren, was wir kommunizieren, sondern auch, wer kommuniziert. Denn wenn wir nicht nur auch als Menschen auftreten und nicht nur als Inhalte, dann holen wir Menschen auch auf einer persönlichen Ebene ab, die, wenn es um Wissenschaft geht, natürlich sehr oberflächlich ist, beziehungsweise genau genommen gar nichts mit der eigentlichen Wissenschaft zu tun hat, aber dennoch so wichtig ist, um Menschen zu erreichen und abzuholen. Und Christian Drosten hat immer mal wieder darüber gesprochen, wie ja, unangenehm oder mulmig ihm ist mit dem ganzen Rummel und dem Hype. Also vom Hass natürlich abgesehen, das mag natürlich niemand. Und ich glaube ihm das sofort, dass es ihm nicht um Fame geht. Aber ich weiß auch, der hätte diesen Impact nie gehabt, wenn er nicht auch als Mensch, als Person, als Christian Drosten mit seinem Gesicht da draußen wäre. Und ich bin sehr dankbar, dass er das gemacht hat und sehr dankbar für ihn und auch für die vielen KollegInnen, die sich in den letzten 2 Jahren in diese, ja, letztendlich auch verletzliche Position begeben haben. Weil ich glaube, dass das sehr wichtig war und tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat für Deutschland. Und bei all den systemischen Nachteilen, die Wissenschaft in der Medienlandschaft hat, ne, Aufmerksamkeitsdilemma, False Balance, keine Anreize für gute Wissenschaftskommunikation und so weiter, gibt es ja einen ganz klaren Vorteil. Ein Vorteil, den Master Spotlight-Richter, also all diejenigen, die von Zuspitzungen, von Empörungen und so weiter profitieren in der Medienlandschaft, ein Vorteil, den die nicht haben, nämlich das ganze Innere der Zwiebel, ne, also die ganze Substanz. Andere mögen verdammt gut darin sein, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber die haben oft nur eine leere Hülle und da ist da nichts drunter. Wissenschaft muss lernen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es ist nicht einfach, ich weiß, aber wenn man es schafft, dann hat man eben die Chance, die Leute auch tiefer reinzuziehen und dann auch wirklich substanziell etwas zu verändern. Also ich glaube immer noch daran, trotz der letzten 2 Jahre, 2, 3 Jahre, dass man vielen Menschen doch sehr viel mehr vermitteln kann, als man viele ihnen vielleicht zutrauen. Und ich kann zumindest für mich sagen, es war jetzt auch für mich während der Pandemie eine hochturbulente Zeit und die sehr viele Aufmerksamkeit war auch für mich grenzwertig. Ich würde aber meinen Job um nichts in der Welt tauschen. Es ist der beste Job der Welt. Ich bin so dankbar, dass ich den machen kann. Würde ich heute im Lotto gewinnen, ich würde trotzdem weitermachen. Das sind übrigens meine 2 Mitarbeiter, ohne die gar nichts geht. Das sind Jens Völl und Lars Dietrich. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann macht ihr jetzt ein Foto und taggt die. Und ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung zur Gastprofessur. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass jetzt an dieser Stelle mein letzter Programmpunkt endet. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Inspiration und Motivation mitgenommen in den letzten 2 Wochen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was davon auch heute hier lassen. Und danke für diese schöne Experience und ich wünsche uns allen einen schönen Abend.